Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Ich begrüße Sie als Rektor der Unternehmerischen Hochschule, Sie draußen, wo immer Sie sich gerade aufhalten mögen, hoffentlich gesund und munter. Ich begrüße Sie zur heutigen Distinguished Guest Online Guest Lecture mit Martin Brandt, den Chief Executive der Erwin Hümer SE, der Erwin Hümer Group mit Sitz in Bad Walze. Herr Brandt, schön, dass Sie bei uns jetzt zu uns gefunden haben und dass wir die technischen Pannen überbrücken konnten, dass wir die Brücken neu errichten durften. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Sie sitzen in Bad Walze jetzt, das ist im Schwarzwald, gell? Ja, nee, das ist am Oberschwaben, das ist zwischen Ulm und dem Bodensee. Und bin da in unserem Headquarter in Bad Walze heute, ja. Das noch nicht, das ist Allgäu, noch nicht ganz Schwarzwald, oder? Nein, das ist Oberschwaben zwischen Allgäu und Schwarzwald. Okay, also, dann starten wir. Sie haben eine Präsentation vorbereitet. Wir haben ja uns zum Thema vorgenommen, vom Familienunternehmen zum Global Player und Digitalisierung, Technologie und Innovation als konstante Herausforderung. Also, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Gut, vielen Dank. Dann starten wir mit der Präsentation. Läuft? Okay, läuft die Präsentation? Ich höre gerade, es ist aktiv, ja, es lädt, genau. Wunderbar. Weil ich sehe sie nicht, die Präsentation. Ich sehe, die erste Folie ist schon am Laufen. Okay, dann fange ich vielleicht mal noch ein paar kurze Worte zu meiner Person. Sie haben schon gesagt, Martin Brandt, ich bin jetzt 6 Jahre CEO der Erwin Hümer Gruppe, 61 Jahre alt, war vorher bei der Zumtobel Gruppe, österreichisches Unternehmen, ebenfalls im Vorstand. Und davor bei der Asse Abler Gruppe, ein skandinavisches Unternehmen, und war davor auch in einem Familienunternehmen, das gekauft worden ist von Asse Abler. Und davor war ich fast 10 Jahre in der Unternehmensberatung bei Oliver Wyman. Ich habe also schon mindestens zweimal diesen Übergang von Familienunternehmen in ein Kapitalunternehmen oder ein börsennotiertes Unternehmen mitgemacht. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, wie alles begann. Hier sehen Sie ein Bild. Wenn Sie die Personen sehen, links, das ist der Erwin Hümer. Ist ein Originalbild, wie er in den Anfängen des Caravaning mit Freunden unterwegs war und Camping genossen hat. Angefangen hat es schon sehr früh mit Detlefs 1931 und LMC 1955. Erwin Hümer selber hat 1956 angefangen, Wohnwagen zu bauen. Die Firmen LMC und Detlef sind dann später zur Gruppe dazugekommen. Wenn wir dann zur nächsten Seite gehen, unsere Meilensteine. Da sehen Sie nochmal die Gründung und die Anfangsfirmen Hümer, Detlef und LMC, und über die Jahre hinweg hat die Firma weitere Marken geschaffen und auch Firmen akquiriert und auch eigene Marken geschaffen und ist auch über das Reisemobil hinausgegangen. Wir sind in der Zwischenzeit auch Europas größter Vermieter und bieten also Vermietgeschäft an und auch Zubehör. Und dann 2019 dann diese Übernahme von Ford, da gehe ich aber näher drauf ein in den weiteren Slides. Dann die nächste Seite, Familienunternehmen ticken anders, das wissen wir. Familienunternehmen haben andere Werte, andere Erfolgsfaktoren wie kapitalorientierte Firmen, wie börsennotierte Firmen. Börsennotierte Firmen sind ja oft sehr quartalsorientiert, haben ihre Investoren, die relativ kurzfristig denken, während Familienunternehmen schon eher langfristig unterwegs sind und auch eher langfristige Pläne verfolgen. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, Erwin Hümer Group, ein Familienunternehmen.
Bei uns war es eben so, dass die operative Steuerung der Unternehmensgruppe durch einen externen Vorstand erfolgt ist. Der Erwin Hümer gelebt hat, hat er die Firma geführt. Der ist leider vor 6, 7 Jahren gestorben. Und dann war die Familie Hümer nicht operativ tätig, sondern nur über den Aufsichtsrat. Als ich dann zur Firma gekommen bin, vor 5, 6 Jahren, war so, dass es war auch nicht klar definiert, welche Rolle denn die Familie zukünftig übernehmen sollte. Wir haben eine Familienverfassung gemacht, wo klar definiert worden ist, welche Rolle ein Familienmitglied einnehmen kann, sowohl im Aufsichtsrat wie in der Firma, in der operativen Rolle, und welche Voraussetzungen ein Familienmitglied haben muss, um so eine Rolle ausfüllen zu können. Wir haben dann eine neue Strategie gemacht, die auf Wachstum orientiert war. Und wir sind dann organisch und über Akquisition gewachsen, so wie auch in der Vergangenheit. Vor 5, 6 Jahren waren wir ungefähr 900 Millionen Euro Umsatz und steuern jetzt auf die 3 Milliarden hinzu. Also diese Strategie ist in den nächsten 5, 6 Jahren gut aufgegangen. Teil unserer Strategie ist auch, dass wir die Märkte muss man ja machen. Märkte geschehen ja nicht einfach, sondern man muss neue Märkte machen, neue Regionen, neue Produkte. Aber Märkte verändern sich auch. Und da ist es wichtig, dass man eine rasche, schnelle Reaktionsfähigkeit hat. Das heißt, dass man muss das Unternehmen ausrichten, damit man schnell auf Veränderungen reagieren kann. Und hierzu braucht man flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege und Mitarbeiter, die auch gewillt sind, Entscheidungen zu treffen. Und das auch vielleicht ein Unterschied zwischen börsennotierten Unternehmen und Familienunternehmen. In Familienunternehmen ist es so, dass die Führungskräfte eine höhere Entscheidungsfreiheit normalerweise haben wie in börsennotierten Unternehmen. Und was auch wichtig ist, dass man eine langfristige Strategie hat. Man muss kurzfristig auf Veränderungen reagieren können, taktisch sozusagen. Aber man braucht eine langfristige Strategie, an der man auch festhält, allen Marktgegebenheiten und Widrigkeiten zu trotzen. Und an diesen Eckpfeilern und Strategieausrichtung sollte man langfristig festhalten und die nicht alle paar Jahre ändern. Was Familienunternehmen auszeichnet, sind als Arbeitgeber attraktiv, weil man eben auch andere Entscheidungsmöglichkeiten hat. Und weil, wenn man eine Familie als Inhaber hat, die ja langfristig investiert ist, und dann hat man eine größere Kontinuität wie vielleicht in anderen Unternehmenskonstellationen. Wir haben auch, als wir diese Familienverfassung erstellt haben, über die Werte der Familie gesprochen, und die haben sich natürlich auch in den Unternehmenswerten dann wiedergespiegelt. Wenn wir dann zur nächsten Seite gehen, hier habe ich mal einen Auszug mitgebracht aus der strategischen Zielsetzung, die wir erarbeitet haben. Das ist jetzt ein Auszug aus dem Jahr 2017. Wir haben uns als Motto gegeben, wir wollen die profitabelste globale Unternehmensgruppe für mobiles Reisen und hochwertige Freizeitgestaltung sein. Das heißt, wir wollen profitabel sein, aber auch global. Wir wollen uns nicht auf Deutschland beschränken und auch nicht auf Europa, sondern global tätig sein in unserem Kernsegment mobiles Reisen. Und wir wollen eine hochwertige Freizeitgestaltung bieten. Wir haben uns als Ziel gesetzt, eine Umsatzrendite von 8% für die gesamte Unternehmensgruppe zu erreichen. Da waren wir ein Stück weit weg davon, als ich angefangen hatte. Und dann die einzelnen Handlungsfelder, die einzelnen Punkte. Natürlich, wenn man profitabel sein will, braucht man ein profitables Produktprogramm. Und da war es eben auch so, dass das Produktprogramm sehr ausgeufert war. Und wir einige Produkte hatten, die eben nicht die Margen erzielt haben, die wir erzielen sollten. Und da sind wir hingegangen und haben das Produktprogramm bereinigt, haben Preise erhöht, haben Kosten gesenkt oder auch Produkte aus dem Portfolio genommen. Dann war es so, dass wir
sehr heterogene Gruppe waren, die nicht so stark zusammengearbeitet hat. Die haben dann Produktplattformen entwickelt und Baukästen und haben versucht, über Gleichteile Synergien in der Gruppe zu erzielen, und dann, um dann daraus Kostenvorteile zu generieren. Es war auch so, dass der Erwin Hümer stand immer für Innovation und hat auch viele Innovationen in die Branche reingebracht. Aber nachdem er eben weg war, ist diese Kultur ein bisschen eingeschlafen und wir mussten diese Innovationskultur wieder zum Leben erwecken. Und das haben wir gemacht mit diversen Workshops, mit Kreativitätsworkshops. Aber wir haben auch als ein Beispiel ein Innovation Camp geschaffen, wo wir 4 Mitarbeiter haben, die in so einer kleinen Werkstatt, so eine kleine Werkstatt simuliert haben, wie ein Startup, wenn man so will, und die da sich um Innovationen kümmern, vor allem auch in andere Branchen schauen und dann hier Lösungen aus anderen Branchen adaptieren auf unsere Branche, weil oft ist das Rad ja schon mal erfunden worden und man muss es nur anpassen auf die eigene Branche. Dann war es so, dass wir von der Neuentwicklung, von einer neuen Baureihe, bis wir es an den Markt hatten, einfach zu lang gebraucht haben, 2 bis 3 Jahre. Und wir hier jetzt in den letzten Jahren unsere Prozesse so angepasst haben, dass wir schneller und effizienter entwickeln, auch indem wir zum Teil Prozesse parallelisiert haben. Wir haben jetzt auch eine höhere Flexibilität zwischen den Werken. Es war in der Vergangenheit so, dass ein Werk vielleicht gut ausgelastet war, das andere nicht so. Und da gab es aber keine Verschiebungen von Funktionen. Wir haben die Werke so ausgerichtet, dass wir relativ einfach, wenn wir ein Werk oder eine Marke dann sehr stark läuft, wir die auch in anderen Werken produzieren können und so einen Ausgleich schaffen. Wir haben auch in unsere Marken investiert. Wir haben die Marken auch segmentiert. Vorher war es so, dass die Marken, alle Marken das gesamte Marktspektrum bedient haben. Wir haben die Marken segmentiert nach dem limbischen Modell und haben jede Marke fokussiert auf ein bestimmtes Kundensegment. Und das limbische Modell zielt mehr nach den Kategorien Performer, Hedonist und so weiter, weil wir doch ein sehr emotionales Produkt sind. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, dann möchte ich jetzt übergehen von dem Familienunternehmen jetzt zu einem börsennotierten Unternehmen. Es war so, dass wir intensive Gespräche hatten mit der Familie Hümer, mit dem Eigentümer, wie wir weiter vorgehen. Wie vorhin schon ausgeführt, sind wir sehr stark gewachsen, auch über Akquisitionen und sind schon in eine Größenordnung gekommen, wo die Familie, die ja selber nicht operativ tätig war, gesagt hat, wollen wir diese Firma führen aus dem Aufsichtsrat heraus. Dann war es auch so, dass das Familienvermögen sehr konzentriert war in der Firma. Es gab also kaum Ausschüttungen in den Jahren davor, und weil die Familie einfach aus Tradition das Geld in der Firma gehalten haben. Dann ist das Risiko dann doch relativ groß, wenn man sich auf eine Firma konzentriert. Und wir haben eben auch das starke Wachstum gehabt und auch mit starken Investitionen und auch über die Akquisitionen. Und da erhöht sich natürlich das Risiko dann für so eine Familie. Wir haben auch gesehen, dass durch den Erfolg, den wir hatten, OEMs, also ob das jetzt Volkswagen, Mercedes, Fiat, dann in unsere Welt reinkommt. Ne? Wenn wir jetzt sehen, die neuen Technologien mit fahrlosen Systemen, autonomes Fahren und so weiter, das geht ja schon in unsere Richtung. Und das war natürlich langfristig auch ein gewisses Risiko für die Familie. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass es vielleicht besser wäre, einen Investor reinzunehmen, um das Risiko dann für die Familie zu minimieren und dadurch eine bessere Absicherung der Zukunft für die Familie auch zu generieren. Wenn wir dann zur nächsten Seite gehen,
Da habe ich Ihnen mal mitgebracht von unserem Verkaufsprozess. Das ist ein Auszug aus dem Originaldokument. Wir haben entschieden dann, dass wir einen offenen Prozess machen, also keine verdeckte Suche nach Investoren, sondern das offen kommunizieren. Macht es nicht ganz einfach, weil Sie natürlich auch mit Lieferanten und Kunden sprechen müssen und natürlich auch den eigenen Mitarbeitern und den Betriebsräten, die verstehen müssen. Und jetzt, da kommt natürlich Angst auf allen Seiten, dass die Familie verkauft einen Teil oder verkauft alles, wie sieht die Zukunft aus. Wir haben uns trotzdem entschieden, so einen Off-Prozess zu machen und auch einen Dual-Track-Prozess zu machen. Das heißt, einen Börsengang zu prüfen und auch einen Trade-Sale, also einen Verkauf an einen Investor. Als wir gestartet haben, haben wir über einen Teilverkauf gesprochen und dann aber im Prozess hat sich gezeigt, da gab es auch einen gewissen gruppendynamischen Prozess in der Familie, dass doch ein Gesamtverkauf auch in Frage kommt. Wir haben dann mit vielen Investoren gesprochen. War auch ein sehr interessanter Prozess, lernt man auch viel über die Fragen, über die Firma. Hatten am Schluss drei potenzielle Investoren und einer davon war eben die Vor-Gruppe aus USA, die wir schon kannten aus der Branche. Vor ist die Nummer 1 in Nordamerika, die Erwin Hümer Gruppe ist die Nummer 1 in Europa. Wir hatten dann sehr gute, konstruktive Gespräche und sind dann der Meinung gewesen, es macht allen Sinn, wenn wir zusammenkommen, weil wir hier Synergien im Einkauf haben, Synergien in der Technologie, gerade bei den Herausforderungen, die wir jetzt haben Richtung autonomes Fahren und mehr Elektronik in den Fahrzeugen, Smart Caravan, wie wir auch beim Smart Home kennen. Und auch die Chemie einfach gestimmt hat, sowohl zwischen der Familie und den Eigentümern von Ford oder den Gründern von Ford, die immer noch Großaktionär sind und auch zwischen dem Management. Und so ist die Entscheidung dann schlussendlich auch vorgefallen. Der ganze Prozess hat 9 Monate gedauert. Wir sind im Januar gestartet und hatten ein Signing im September. Und das Closing war dann erst im Februar des darauffolgenden Jahres. Wir wollten eigentlich das ein bisschen früher machen. Da ist uns aber noch was dazwischen gekommen. Kann ich kurz erzählen. Wir haben dann mitten im Prozess im November durch einen Whistleblower erfahren, dass in unserer kanadischen Tochtergesellschaft Umsätze manipuliert worden sind. In 99% der Fälle führt es zum Abbruch von so einem Prozess. Wir haben uns aber mit Ford verständigt und haben dann diese kanadische Firma ausgegliedert, die ist bei der Familie Hümer geblieben und wir haben dann den Rest der Firma, das war auch eine relativ kleinere Einheit, dann haben für das Rest dann das Closing durchgeführt. Das war ein sehr interessanter Prozess, zeigt auch in den ganzen Monaten der Gespräche, dass sich Vertrauen aufgebaut hat, sonst hätten wir so einen Deal quasi nicht mehr durchführen können in der Konstellation. Dann, wenn wir dann zur nächsten Seite gehen. Wir sind jetzt Teil des börsennotierten US-Konzerns und wie geht es uns jetzt da dabei? Ne? Vom Familienunternehmen in ein globales Unternehmen. Wobei es war so interessanterweise, dass vor viele Firmen akquiriert hat, aber nur in Nordamerika. Das heißt, Ford war eigentlich trotz ihren 8 Milliarden Umsatz eigentlich ein amerikanisches Unternehmen und kein globales Unternehmen. Wir waren eigentlich internationaler aufgestellt als Ford. Deswegen hat auch Ford gesagt, in der Zukunft, wir machen Nordamerika, ihr macht alles andere. Ne? Also ihr macht Europa und den ganzen Rest der Welt. Man muss sehen, dass 90% unseres Geschäfts ist Nordamerika und Europa. Der Rest teilt sich auf in Asien und in Australien. Afrika und Südamerika sind keine Märkte für uns, weil da einfach die Infrastruktur, auf die wir angewiesen sind, wie Campingplätze und Stellplätze, fehlt. Es ist so vom operativen Geschäft,
Wir hatten ja, als wir diese Gespräche hatten, mit vor unserer Strategie präsentiert und die fand ich auch okay. Und haben da jetzt auch in den 2 Jahren, seit wir da sind, keine Veränderungen vorgenommen. Das heißt, nach wie vor bestimmen wir als Vorstand die Richtung und haben das Geschäftsmodell beibehalten und haben durch vor eigentlich in der Hinsicht wenig Einflussnahme. Die Integration war auch relativ gering, weil eben vor nur in Nordamerika tätig war und wir bis auf unser kanadisches Abenteuer nur in Europa. Deswegen gab es jetzt nicht irgendwelche Werke, die man nutzen muss oder zusammenlegen oder Produkte, die sich überlappen. Das hat sich nicht ergeben und deswegen war auch der Integrationsprozess relativ einfach. Wo wir schon zu kämpfen hatten und das war auch eine gewaltige Sache, war die Einführung von SOCs. Hier, das sind immense interne Kontrollsysteme, die man einführen muss. Das ist einfach dadurch, dass wir börsennotiert in New York sind, war das schon eine große Herausforderung für uns, diese ganzen internen Kontrollen. Dann muss man das Geschäftsjahr wechseln wegen einem Monat Differenz. Gut, das ist jetzt nur Arbeit, ne? Aber muss man eben auch machen. Und dann haben wir noch einen Wechsel gemacht von IFRS auf US und mussten dann auch diese ganzen Strukturen aufbauen für die Akquisition an sich. Ne? Also es war mehr von der Finanzseite her was uns Kraft und gekostet hat und auch Ressourcen, wie jetzt vom operativen Geschäft. Das führen wir eigentlich bis auf diese Synergien, die wir im Einkauf und in der Technologie erzielen, eigentlich weiter. So, dann die nächste Seite, da sehen Sie, wie vor organisiert ist. Ne? Und wir sind eben, hier gibt es verschiedene Gruppen, alles amerikanische Gruppen und wir mit der Erwin Hümmer Group sind eben eine Gruppe, sind auch nicht irgendwo untergeordnet, sondern hängen direkt an der Holding, direkt am CEO, dem Bob Martin, und sind innerhalb der Vorgruppe eben für das Geschäft außerhalb Nordamerikas verantwortlich. Dann vielleicht die Lessons learned daraus. Also wir hatten schon am Anfang, ich hatte ja schon mal in meiner Beratungszeit auch für amerikanische Unternehmen gearbeitet und Amerikaner ticken schon anders wie Europäer und wie Deutsche, ne? Wir haben ja in Europa schon die unterschiedlichen Kulturen. Und als ein Lessons learned ist, dass man sich da nicht von Vorurteilen leiten lassen soll. Also wir haben festgestellt, dass die Vorleute, die aus Indiana kommen, also aus dem platten Land, eigentlich keine typischen Amerikaner sind und vielleicht sind wir auch nicht die typischen Deutschen. Und dann hat es ganz gut gepasst. Wir haben trotzdem interkulturelle Workshops gemacht, übrigens auf Anraten von uns, nicht auf Anraten von vor, und haben einfach da uns ausgetauscht. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wenn vor ein Projekt angeht, dann sagen die, okay, wir fangen jetzt das Projekt an, das ist das Ziel, wir legen jetzt los und starten einfach. Dann merken sie vielleicht nach ein paar Wochen, ja, das ist doch nicht so richtig, dann korrigieren die sofort. Ne? Während wir als deutsches Unternehmen zuerst mal einen Plan machen und brauchen da dann eine Zeit lang dazu. Da sagen die Amerikaner, bis ihr den Plan habt, haben wir das Projekt ja schon abgeschlossen. Ne? Machen einen Plan und setzen den auch um und gehen da vielleicht ein bisschen strukturierter rein, halten dann aber auch dann sehr lange fest an dem Plan, weil wir haben ja auch mit Schweiß dann so einen Plan erstellt, ne? Und korrigieren vielleicht ein bisschen zu spät dann hinten raus. Ne? Und das sind unterschiedliche Vorgehensweisen und da haben wir auch drüber gesprochen, nur als ein Beispiel, und versuchen jetzt so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu machen, dass wir vielleicht auch ein bisschen pragmatischer an die Dinge rangehen, und der Plan muss nicht 120% sein, reicht vielleicht auch 80, ne? Und die Amerikaner vielleicht auch lernen, ein bisschen länger auch an sowas festzuhalten und nicht dann sofort wieder zu ändern. Auch in der persönlichen Arbeitsweise, da gibt es Unterschiede. Ich bin ja jede Woche zweimal in Kontakt mit dem Bob Martin, dem CEO von Vor. Er telefoniert sehr gerne und ist eigentlich ständig am Telefon. Ich bin jetzt nicht so der Telefonierer, sondern eher
E-Mail-mäßig orientiert. Da mussten wir uns auch zusammenfinden. Er liest jetzt meine E-Mails auch schon, ne? Und ich rufe ihn auch manchmal an, ne? Also da haben wir uns auch zusammengefunden. Und sag mal, diese kanadische Geschichte habe ich schon erwähnt. Und klar, es ist ein immenser Aufwand, gerade wenn man an der US-Börse notiert ist, mit diesen ganzen Implementierungen, diese internen Kontrollen und so weiter. Aber das Beste ist eben Offenheit und Transparenz. Und wenn irgendwas nicht passt, dass man sofort dann das auch anspricht. Und das haben wir damals eben auch in diesem Prozess mit Kanada sofort gemacht. Sofort die Karten auf den Tisch gelegt und dann aber auch sofort Lösungen angeboten. Und das sind so die, sagen wir, die Erfolgsfaktoren dann für so eine Kooperation. Dann als Fazit, Tor lebt die Caravan-Branche und die DNA der Caravan-Branche, da tun wir uns einfach, mit denen zu diskutieren. Manchmal einfacher, wie das mit der Familie Hümer war, den man zuerst erklären musste, vielleicht, wieso man jetzt diese Dinge so und so macht. Ne? Das verstehen die, hat aber gleichzeitig verstanden, dass Europa nicht USA ist und Dinge, die in den USA funktionieren, nicht unbedingt auch in Europa funktionieren. Und Thor hat sich als der, wie erwartet, ideale Partner gezeigt in den 2 Jahren. Vielleicht da auch noch eine kleine Anekdote dazu. Wir haben entschieden, wir können ja die amerikanischen Produkte nicht in Europa verkaufen, wegen den ganzen Normen und weil die auch viel größere Fahrzeuge haben. Wir können aber sehr wohl europäische Produkte in den USA verkaufen. Wir haben gesagt, macht aber keinen Sinn, die hier zu produzieren und dann drüber zu verkaufen. Wir wollen die auch vor Ort produzieren. Jetzt hat Thor 100 Werke und meine Vorstellung war, wir kriegen da eine Ecke in so einem Werk und können da unsere Produkte machen. Hat der Bob Martin gemeint, nein, ihr macht ein eigenes Werk mit euren Qualitätsanmutungen, mit euren Maschinen, so wie ihr das braucht, und um dann in den amerikanischen Markt zu kaufen. Und da sieht man schon, dass die verstanden haben, dass wir eben andere Anforderungen an Qualität haben und eben anders agieren müssen. Und das ist für ein US-amerikanisches Unternehmen schon eine gute Sache. Leider konnten wir es noch nicht umsetzen. Wir hatten 10 Personen als Team identifiziert, die rüber wollten in die USA und die wollten im Mai fliegen letzten Jahres und dann kam uns Corona dazwischen und wir mussten das ganze Projekt auf Eis legen und warten jetzt natürlich sehnsüchtig, dass wir es wieder aufleben lassen können. So, das war meine Präsentation zur EAG und dem Übergang des von dem Familienunternehmen in die börsennotierte US-Gesellschaft. Und jetzt beantworte ich gerne jede Frage, die ich beantworten kann. Vielen, vielen Dank, Herr Brandt. Danke für diese spannenden Ausführungen. Mich hat es ab und zu richtig gekribbelt. Ich meine, das ist ja ein Milliardenunternehmen und Sie haben 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in dieser Unternehmensgruppe tätig sind und sich engagieren und dort wohlfühlen müssen. Haben Sie in diesem Prozess auch mal schlecht geschlafen? Gebe ich Ihnen kurz Zeit nachzudenken, weil meine Einladung nochmal ans Publikum: Bringen Sie gerne auch Fragen direkt an Herrn Brandt, die gehen an mich. Ich werde versuchen, sie einzubringen. Und der Kanal, den Sie benutzen können, ist livetalk@mci.edu oder auf gut tirolerisch livetalk@mci.edu. Also Fragen gerne willkommen. Jetzt aber, Herr Brandt, haben Sie je schlecht geschlafen bei so einem riesigen und vor allem verantwortungsvollen Prozess? Also während dem Prozess eigentlich nicht, weil wir waren eigentlich sehr gut vorbereitet und es war ja auch ein spannender Prozess und es hat auch Spaß gemacht. Ne? Es war ein bisschen zeitaufwendig, ne? Diese ganzen Gespräche mit Investoren und wenn ich dann dran denke, dass ich dann manchmal mit meinem CFO zusammen 15 Leuten gegenüber saß mit X-Beratern und so weiter, die dann alle ihre spezifischen Fragen haben. Aber ich meine, das ist ja auch spannend und macht Spaß. Wo ich vielleicht ein bisschen schlecht geschlafen habe, war natürlich, als diese kanadische Geschichte dann aufkam am Ende, weil es war ja schon eine Gefahr da, dass bei dieser ganzen
Jetzt haben wir 9 Monate daran gearbeitet, wirklich hart an dem Ganzen und haben einen idealen Partner gefunden. Und die Familie ist glücklich und der Partner, also vor, ist glücklich. Und dann kommt sowas rein. Und wie gesagt, die 99% Fälle killt sowas den Prozess. Ne? Und da muss ich sagen, ich bin dann über Weihnachten da in Kanada gewesen. Und dann haben wir das ganze Ding glatt gezogen. Das war natürlich schon eine Sache, wo ich sage, das hat schon schlaflose Nächte erzeugt, ne? Wenn man dann so kurz vor Schluss quasi in Gefahr läuft, dass das Ganze noch kippt. Ne? Und bin ich aber ein bisschen stolz, dass wir das trotzdem geschafft haben und auch Hochachtung an vor, die dann den Weg, den wir dann so beschrieben haben, auch mitgegangen sind. Das ist ja für eine börsennotierte Unternehmen nicht einfach, wenn sie eine Firma akquirieren will und hat eine Tochtergesellschaft da drin, die Umsätze manipuliert hat, ne, dann ist trotzdem durchzuziehen. Das ist schon eine gute Geschichte. Hat uns aber auch zusammengeschweißt, gleich von Anfang an. Ne? Also das ist eigentlich eine Geschichte, wie ich sie selten so in dieser sehr konsequenten, systematischen, vor allem positiven Form höre. Erlebt man denn da nicht auch, jetzt abstrakt formuliert, weil im Detail werden Sie es natürlich nicht beantworten dürfen oder können, aber dass irgendwann mal Interessensgruppen, seien es Berater, die beigezogen sind und natürlich Beraterinnen, seien es unterschiedliche Interessensgruppen aus der Politik, aus unterschiedlichen Ecken, dass hier auf einmal eher ins Taktieren, dass man ins Optimieren, dass man Partikularinteressen verfolgen will. Ich glaube, was ich herauszuhören versuche, ist eigentlich, dass die beiden Eigentümer, vormaligen, die Familien gewissermaßen eigentlich diese Überzeugung, dieses Vertrauen, diese Leidenschaft hatten und dass das eigentlich jetzt abgesehen von jenen wie Sie, die das dann betrieben haben und konsequent durchgezogen haben, aber dass das eigentlich die wichtigste kontinuierliche Dimension war. Oder wie sehen Sie das? Ja, so ganz einfach war es ehrlich gesagt nicht. Ne? Also es ist sicherlich, einmal ist es richtig, es gab natürlich unheimlich viele Interessen da drin. Also Kommunen, wo wir tätig sind, da hat ja jeder Befürchtungen, dass dann irgendwelche Arbeitsplätze verloren gehen. Betriebsrat, IG Metall, Beschäftigte, gibt es ja x Stakeholder, ne? Und natürlich die Familie auch. Und was wir gemacht haben, wir haben von Anfang an sehr transparent kommuniziert, haben einbezogen, haben zwischendurch immer transparent kommuniziert. Wir haben zum Beispiel, wir haben einen europäischen Betriebsrat und die haben die 3 letzten Investoren kennengelernt. Also nicht nur den Investor, sondern wirklich die letzten 3 und konnten sich mit denen auch austauschen. Und ich glaube, dadurch, dass wir die alle mitgenommen haben, auch wir haben auch die Mitarbeiter laufen informiert, soweit wir den konnten. Ne? Mit der Familie, die ehrlich sagen, da war es sogar so, dass es gab ja 3 Familienmitglieder, da gab es auch am Anfang unterschiedliche Meinungen, sollen wir jetzt 100% verkaufen oder nur einen Teil? Also dass man einen Teil verkauft, war eigentlich schon Einigkeit. Ne? Da gab es unterschiedliche Meinungen, die sich dann auch im Laufe des Prozesses dann auch geändert haben, also auch in der Familie. Ne? Also es war schon ein richtig gruppendynamischer Prozess, der da entstanden ist. Und gut, das muss man halt moderieren dann. Ne? Und wie gesagt, auch Berater waren natürlich drin und so weiter. Und aber das hat die Kunst dann, dass man dann diese Leute alles moderiert, ne, möglichst transparent kommuniziert und versucht, das ganze Ding dann auszutarieren. Ne. Herr Brandt, vielen, vielen Dank. Jetzt, ich versuche, die Brücke zu schlagen von diesem Prozess, von diesem, ich nenne es jetzt Merger. Es ist, hat viele Elemente davon, ist aber vielleicht nicht nur ganz klassisch dieses Element. Aber Sie haben gesprochen, was ich spannend gefunden habe, von dem Produkt, das Sie anbieten, dass das ein sehr emotionales Produkt sei. Ja. Jetzt sprechen wir ja im Thema, jetzt abgesehen davon, dass Wohnmobile und das ganze Produktportfolio, Verzeihung, ja doch sehr technisch ist und dass wir heute über Digitalisierung, Technologie, Innovation und so weiter sprechen. Und jetzt werfen Sie gewissermaßen die Emotionalität des Produkts hinein. Wie passt das zusammen? Also es ist so, dass wir kein Automobil sind, ne? Wobei ja auch viele Leute zu ihrem Auto eine emotionale Bindung haben. Ne? Aber wir sind ja ein Haus auf Rädern.
unsere Kunden leben ja in dem Reisemobil, also ist nicht die ganze Zeit, ne, aber in ihrer schönsten Zeit, nämlich in ihrer Freizeit, in ihrem Urlaub. Ne. Und deswegen entwickeln die da auch eine emotionale Geschichte. Zudem, also wir, manchmal habe ich das Gefühl, wenn unsere Kunden über Reisemobile reden, das ist wie ein Familienmitglied. Ne. Es gibt sogar welche, die haben Namen für ihre Reisemobile. Ne. Und wir sehen das, wenn wir haben natürlich auch eine Community, ne? Also wenn wir zum Beispiel, Detlefs ist eine Marke bei uns, ne? Da gibt es eine Detlefs Community, die treffen sich auch tauschen sich dann aus, ne? Dadurch jetzt online, aber sonst auch physisch, da gibt es dann so alle 2 Jahre ein Treffen, wo die alle zusammenkommen, dann über ihre Reisemobile reden und manche machen auch kleine Umbauten in ihren Reisemobilen und wir müssen ja bedenken, dass für manche unserer Kunden ist das ein Lebenstraum. Manche sparen hier 5 Jahre, 10 Jahre, um dann sich so ein Reisemobil leisten zu können und haben das dann auch ihr Leben lang. Wir haben natürlich auch welche, die alle 2, 3 Jahre ein neues Mobil kaufen. Aber wir haben viele Kunden, für die ist das wirklich ein hoch emotionales Produkt. Und wir sehen es auch im Verkaufsprozess, ne, wenn die ein Reisemobil muss angefasst werden, die Leute müssen reingehen, müssen die Materialien befühlen. Und ich mache das öfters, wenn ich auf der Messe bin, setze ich mich in ein Fahrzeug rein. Man kann ja ein Fahrzeug auf der Messe kaufen bei uns. Wir haben ja Verkäufermessen. Und dann, wenn die Kunden reinkommen, ne, und man sieht dann das Leuchten in den Augen und dann sofort das Anfassen der Polster, der Holze, der Materialien. Ne? Und da sieht man diese Emotionalität. Herr Brandt, Sie haben mir eine Frage gewissermaßen eigentlich aus dem Mund genommen oder aufgelegt, den Kaufprozess. Sie haben ja vorhin vom emotionalen Produkt gesprochen und das auch etwas ausgeführt. Aber wenn Sie jetzt den typischen Käufer, ich weiß, dann gibt es den typischen Käufer, die typische Käuferin gibt es nicht. Sie haben ja eingangs auch von Segmentierungen, von Gruppen gesprochen. Aber was sind, glauben Sie, die wichtigen Elemente, auf die geachtet wird? Technologie ist eins, Zuverlässigkeit ist ein Kriterium. Haltbarkeit ist eines, dann haben wir natürlich den Preis, der ist eines, das Design ist eines, die Anmutung ist eines, die Anmutung, das ist gewissermaßen summarisch das, was ich jetzt versucht habe zusammenzufassen von dem, was Sie gesprochen haben, wenn man hineingeht, wie man das wahrnimmt. Was glauben Sie, sind so die wichtigsten Kriterien im Kaufprozess? Könnte man sich im Wesentlichen über Technologie, über Modernität der Technologie auszeichnen oder wie empfinden Sie das? Ja, als erstes Mal ist es wirklich so, dass wir eine heterogene Kundenstruktur haben. Ne? Also wir haben wirklich einen Querschnitt des Bevölkerungsspektrums, ne? Wirklich alle Berufe, alle Altersgruppen, im Prinzip wir haben alles. Ne? Natürlich konzentriert sich es auch ein bisschen, ne? Ist klar, ne? auf bestimmte Gruppen, die jetzt sagen wir, stärker hervortreten, aber prinzipiell haben wir alle. Ne? Und da ist es im Prinzip so, dass es hängt ganz ab von dem Zweck, den ich machen will mit so einem Freizeitfahrzeug. Ne? Also bin ich jetzt ein Single und habe so ein Fahrzeug, bin ich ein Ehepaar, ne, ein jüngeres Ehepaar oder ein älteres Ehepaar? Habe ich Familie, habe ich Kinder, habe ich einen Hund? Also wir haben sehr viele Kunden, die einen Hund haben, weil mit Hund ist ja ein bisschen schwierig mit Flugzeugreisen und Hotels und so weiter. Ne? Wenn mich jemand fragt, welches Reisemobil, dann frage ich erstens, was jemand damit machen will. Ne? Wir sehen ja, also früher war es eben so klassisch, die Familie mit dem Wohnwagen ist nach Italien gefahren, an die Adria und da 2, 3 Wochen geblieben, ne? Und auf dem Campingplatz. Das war so der Klassiker. Ne? Wir sehen ja jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ist ja das Reisemobil mehr angestiegen. Ne? Also früher gab es ja Karawanen, haben die Reisemobile angefangen, war nur ein kleiner Prozentsatz. In den USA übrigens immer noch sehr viel Karawan und wenig Reisemobil. In Europa wird jetzt mehr Reisemobil wie Karawan verkauft.
Und mit dem Reisemobil, also wenn ich jetzt an einen Ort fahren will, da 3 Wochen bleiben, dann nehme ich einen Caravan. Wenn ich jetzt eine Rundreise machen will, das heißt, ich fahre jetzt durch die Nordfrankreich, die Bretagne und will da verschiedene Dinge besuchen oder ich mache eine Reise und besuche verschiedene Winzer oder was man auch immer machen kann, ich fahre durch Skandinavien, dann ist ein Reisemobil besser, weil ich da einfach mehr flexibel bin, von Ort, ne, zu fahren. Ne. Und dann, die Größe ist dann entscheidend, mit wie vielen Leuten ich fahre. Und vom Prozess her ist es eben auch unterschiedlich. Ne. Also oft ist es ja so, dass Familien bzw. Ehepaare kaufen. Da achtet der Mann auf die Technik und die Frau auf das Wohlfühlen, auf die Materialien, auf die Farben, auf das Licht im Fahrzeug. Ne. Und da hängt es natürlich ein bisschen von der Familienkonstellation ab, wer dann das schlussendliche Entscheidungskriterium hat. Aber wie halt so sehr häufig sind denn die Frauen, die die schlussendliche Entscheidung dann treffen. Ne? Und es ist eigentlich eine Summe aus allem. Preis spielt natürlich auch eine Rolle, ist klar. Ne? Aber wenn wir uns Umfragen machen, ist der Preis eigentlich wird nicht so, ist nicht unter den 5 Top-Kriterien. Ne? Man muss auch sehen, dass ein Reisemobil sehr wenig Wert verliert also gegenüber einem Automobil. Also ich bekomme nach 6, 7 Jahren 70, 80% von meinem Neupreis quasi wieder. Ne? Und deswegen ist es auch fast in der heutigen Zeit wie eine Geldanlage, ne, die ich dann machen kann, ne, wenn ich es entsprechend pflege. Das heißt, die Entscheidungskriterien sind sehr unterschiedlich, je nachdem natürlich, wer kauft. Ne. Aber Sie haben es ja angesprochen, ist natürlich schon Qualität. Der Name spielt eine große Rolle, die Marke spielt schon eine große Rolle. Wir haben also Kunden, die würden nie was anderes wie Hümer kaufen oder nie was anderes wie Detlefs kaufen. Die Erfahrungen, die man dann mit einem Fahrzeug macht, wenn man dann Wiederholungstäter ist. Ne? Aber zusammenfassend, es ist eigentlich ist es so, wenn man in ein Fahrzeug reingeht, der erste Eindruck, den man dann hat von der Anmutung her, vom Wohnfühlen, fühle mich da wohl, wie sind die Dinge verarbeitet. Technisch würde man zum Beispiel Spaltmaße sagen, aber das wird ja so intuitiv aufgenommen. Ne? Das ist das Entscheidende. Ne? Ich bekomme schon eine Reihe von Fragen herein, darum bitte immer auch an das Publikum und an Sie, Herr Brandt, wenn ich ab und zu nicht direkt in die Kamera blicke, ich versuche auf meinen Schirm zu blicken, ob etwas hereingekommen ist. Ja. Also Kurt Fasser ist ein lieber Freund des MCI seit vielen Jahren. Er hat lange in China gelebt und gewirkt in hohen Funktionen. Er hat mir 2 Fragen geschickt. Ich bringe eine ein jetzt. Ich starte mit der einen. Konnten die Entwicklungsmannschaften, wenn es um neue Produkte oder Optimierungen geht, wirklich international durchmischt werden? Wie beurteilen Sie das? Die Frage zielt wahrscheinlich jetzt ab zwischen Vor- und Erwin Hümmer-Gruppe, ob wir das So will ich sehen, durchmischen. ja. Ja, nein. Klare Antwort. Nein, die Fahrzeuge sind sehr unterschiedlich, die wir haben. Und wir wollten einen Austausch machen, aber da hat uns einfach Corona auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Wir haben ja unser Innovation Camp hier gegründet, das haben die jetzt gespiegelt, hat USA auch gemacht. Da wollten wir auch einen intensiven Austausch machen und dass man auch Entwickler mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr in den USA hat und umgekehrt. Das wird kommen, mit Sicherheit in der Zukunft, aber da hat uns Corona ausgebremst. Davide Focaccio, er ist MCI-Student, wenn ich es korrekt im Kopf habe, aus dem Trentino. Er stellt die Frage, welcher Anteil, also früher war, also ich gebe meine Interpretation dazu, früher war ja der Anteil derer, die das Auto, die den Caravan bzw. das Reisemobil gekauft haben und dann für sich genutzt haben, ausschließlich für sich genutzt haben, fast 100%. Jetzt geht sehr viel in den Mietbereich, ja, Mietwohnungen, Shared Economy auf Neudeutsch. Wie verhalten sich diese Marktentwicklungen, diese Anteile? Wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also wir sind Europas größter Vermieter. Ne? Wir haben Stationen in ganz Europa.
Übrigens, die vor Corona am besten performt hat, war Island. Ne? Interessanterweise kommt niemand drauf. Ne? Aber wir sehen natürlich, dass gerade die jüngere Generation mehr mietet wie kauft. Es ist auch so, wenn jemand ein Neueinsteiger ist und sich überlegt, so ein Reisemobil sich anzuschaffen, ist ja doch eine Investition. Ein guter Händler rät eigentlich zuerst mal zur Miete und sagt, probiert mal aus, auch ob euch das Fahrzeug und die Größe, ob das euch, wie sagt man in Österreich, taugt. Ne? Und dann erst einen Kauf. Ne? Das heißt, die Vermietung nimmt zu und auch die Shared Economy. Also da gibt es ja Plattformen. Also es gibt auch Leute, die sich ein Fahrzeug kaufen und dann eben das 6-8 Wochen im Jahr nutzen und den Rest dann über die Plattform vermieten. Ne? Es gibt auch Gruppen, also ob das jetzt Freundeskreise sind, die zusammen quasi ein Fahrzeug kaufen, ne, und dann gemeinsam nutzen und natürlich in Familien ja so oder so dann. Ne? Aber wir sehen schon, dass sich das sehr stark, gerade über die jüngere Generation, in Richtung Miete und Shared Economy dann verschiebt. Ne? Das wird sicherlich so sein. Ich meine, die Erwin-Hümer-Gruppe ist ja gerade auch, nicht nur, aber gerade auch in der Corona-Zeit extrem stark gewachsen. Ich nehme an, auch andere Anbieter, andere Hersteller. Und jetzt, wie beurteilen Sie das? Auch wieder eine Frage von Kurt Fasser. Wie bereitet man sich in Deutschland, in Europa, im Dachraum und vielleicht überhaupt am Kontinent vor auf die wachsende Anzahl von Personen, die diese Form des Reisens nun zu ihren gewählt haben? Also es ist so, dass wir, ich habe ja vorhin gesagt, man muss immer Markt machen, ne? Der passiert ja nicht einfach. Und was wir gemacht haben, wir haben jetzt verstärkt auf die kompakten Fahrzeuge gesetzt. Ne? Und wir sind ja schon limitiert ein bisschen durch die Infrastruktur, durch die Anzahl Campingplätze und Stellplätze. Wir sehen jetzt vermehrt, dass Kommunen kommunale Stellplätze machen, dass Bauernhöfe, Winzer, Brauereien, Stellplätze schaffen. Das sind jetzt nur vielleicht 5 oder 7 oder 10 oder sowas, aber über die Summe dann doch solche Stellplätze schaffen. Gerade die jüngere Generation und die mit kompakten Fahrzeuge kaufen, die zieht es auch nicht unbedingt auf den Campingplatz, weil die wollen auch nicht 3 Wochen an einem Platz bleiben, sondern die wollen was erleben, ne? Die fahren und die brauchen einfach einen Stellplatz, wo sie dann vielleicht, was brauche ich? Also ich kann sehr autark unterwegs sein. Ich kann ein paar Tage, ohne dass ich habe Wasser dabei, ich habe meine Batterie über Strom, ne, und bin dann relativ autark. Und dann gibt es eben Stellplätze, wo ich eben Wasser nachfüllen kann, Strom nachführen kann, sonst Brauchwasser entsorgen und so weiter. Ne? Und viele Leute brauchen eigentlich das. Und die Infrastruktur, die brauchen wir natürlich. Ne? Wo wir jetzt auf dem Weg sind, wir wollen eigentlich das noch stärker machen von unserem Marketing, Entschuldigung, dass wir diese Freizeitfahrzeuge eben nicht für einen Sommerurlaub nur nutzen, sondern dass wir kleine, kompakte Fahrzeuge das ganzjährig nutzen können. Da kann ich am Wochenende zum Mountainbiken gehen, auf die Berge gehe, wenn ich zum Surfen gehe, dann kann ich so ein Fahrzeug nutzen, kann vielleicht am Abend vorher schon anfahren, morgens früh auf die Berge gehen. Unser Anspruch ist eigentlich, dass wir sagen, es gibt Familien, die 2 Fahrzeuge haben, der Sohn wird jetzt 18 oder die Tochter, jetzt überlegt man sich ein drittes Fahrzeug oder ein zweites Fahrzeug, dass man dann sagt, statt 2-3 Pkw zu fahren, kaufe ich ein so ein Fahrzeug. Und kaufen kompaktes Fahrzeug, wollen die auch immer mehr modular ausstatten, dass ich zum Beispiel auch so ein Küchenmodul rausnehmen kann, dann kann ich Fahrräder zusätzlich reinnehmen oder ich kann zum Beispiel das Fahrzeug auch als Transporter nutzen. Das heißt, ich habe ein Multipurpose-Fahrzeug. Ich kann als Transporter nutzen, einen kleinen Umzug machen, ich kann Sitze reinmachen, ich kann 7 Leute transportieren. Oder ich kann eben das als Freizeitfahrzeug nutzen und habe die Möglichkeit, eine Küche drin und dann vielleicht auch eine Duschmöglichkeit. Ne? Sodass ich wirklich ein Fahrzeug habe, das
die Familie nutzen kann. Und damit hat man ganz andere Möglichkeiten und auch ganz andere Wachstumsmöglichkeiten für unsere Firma. Raphael Eichner hat mir eine Frage geschickt. Er sitzt in Nürnberg und fragt, er ist überrascht von dieser Strategie, die Sie angesprochen haben, dass die Erwin-Hümer-Gruppe auch selbst derartige Produkte vermietet. Das ist eigentlich, zumindest ich nehme es auch so wahr, eigentlich ungewöhnlich, ob denn der Automobilhersteller, wenn man im klassischen Pkw-Bereich zum Beispiel bleibt, größer als Vermieter auftritt. Wenn, dann ist es ein anderer, dann sind es die Automobil-, die Mietwagenfirmen oder Ähnliches. Und er fragt jetzt, ob das immer schon Teil dieser Strategie war oder ab wann das zu greifen begonnen hat und welche Vermietungsanbieter, welche Typologien es noch gibt. Gibt es denn diese klassischen Mietwagenunternehmen auch in Ihrer Branche oder möglicherweise sogar die Wohnwagen, also die Stellplatz, Besitzer, Bereitsteller, die sowas anbieten, womit man dann auch vor Ort herumfahren kann? Nee, es ist so, dass wir das von Anfang an gemacht haben und das war wichtig für uns, weil wir sehen auch bei Ford zum Beispiel hat es nicht gemacht, ne? Und da gibt es große Vermieter von Freizeitfahrzeugen, die jetzt Kunden sind quasi von Ford. Aber wir haben das als Geschäftsfeld für uns relativ früh entdeckt und haben das auch besetzt und wir haben da jetzt 3 Marken auch. Manchmal verbinden man auch, also McRent ist zum Beispiel eine Marke oder Rent Easy. Das verbindet man vielleicht gar nicht mit der Erwin-Hümer-Gruppe und weiß gar nicht, dass das zu unserer Gruppe gehört. Ne? Aber das sind unsere Marke und wir haben jetzt mit Crosscamp eine neue, jüngere Marke noch gemacht, die sich speziell an die jüngere Klientel und dann diese Campervans anbietet. Und wir haben das früh besetzt, weil wir der Meinung sind, wir wollen unseren Kunden ein komplettes Spektrum anbieten. Ne? Also wir bieten ja auch Zubehör an, also man kann alles Zubehör kaufen bei uns, was man fürs Camping braucht. Wir haben ein Joint Venture mit der FCA Bank, das heißt, wir bieten Finanzierung an für Händler und für den Endkunden. Das heißt, wir wollen schon umfassend das anbieten und weil wir es so früh besetzt haben, ist eigentlich im Prinzip kein anderer da drauf gegangen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wird es vielleicht jetzt auch natürlich ein anderer dann sein, der dann Kunde ist für uns, aber dann sind wir wieder ein Stück weit weg von unseren Endkunden. Und es gibt eigentlich keinen Hersteller, der das in dem Umfang macht wie wir. Es ist so und auch keinen anderen Anbieter. Es gibt Händler, die das anbieten. Und ja, wir haben quasi eine dreiteilige Strategie in unserem Vermietgeschäft. Wir haben eigene Niederlassungen. Wir haben Joint Venture mit Händlern. Das sind 50-50 Joint Venture. Wo wir das mit dem Händler quasi gemeinsam machen und wir im Franchise-System, wo der Händler das macht, aber er nutzt unsere Marke und unser Buchungssystem. Ne? Das bieten wir den Händlern an und auch dadurch haben wir natürlich das geschafft, dass viele Händler dann mit uns arbeiten und nicht eigenständig da versuchen zu vermieten. Als Moderator hat man sich ja bei der Beurteilung von Strategien sehr zurückzuhalten, aber ich finde das unglaublich smart, nicht nur den Wertschöpfungsprozess damit selbst in der Hand zu haben, sondern vor allem auch die Kundennähe, so wie Sie es angesprochen haben, den direkten Kontakt immer zum Kunden zu haben. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich habe mit der Branche leider noch viel zu wenig zu tun aus Zeitgründen, aber dann haben Sie damit ja auch das Gebrauchtwagengeschäft in Ihren Händen und können dann, wenn Sie über mehrere Jahre derartige Vermietungen vorgenommen haben, auch derartige Objekte abgeben, nicht? Genau, also man erzeugt, also wir machen es auch so, dass wir die Fahrzeuge nur eine Saison in der Vermietung haben, also von, ich sage traditionell von April bis Oktober. Wir haben auch Wintercamping, aber das ist noch ein kleiner Anteil. Das heißt, wir halten diese Fahrzeuge nur eine Saison in der Vermietung und verkaufen die dann quasi als junge Gebrauchte, erzeugen sozusagen junge Gebrauchte. Also manchmal ist es sogar so, dass wenn ein Kunde kommt und dann wirklich ein Preisproblem hat und wir sagen, es gibt aber keinen Rabatt, ne? Wir oft mit ihm einen Deal machen und sagen, okay, er kauft das Fahrzeug, wir nehmen es ein Jahr oder eine Saison in die Vermietung und dann
kriegst einen besseren Preis, ne? Dann im Oktober, das machen auch einige, ne? Also da haben wir schon auch ein, was in der Hand, wo wir die mitarbeiten können. Ne? Das vielleicht, ist eigentlich spannend, direkt auf, ja, bitte. Direkt auf, verzeihen? Nein, bitte. Nein, es ist spannend, direkt damit individuell auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Und ich wollte vorhin schon fragen, was ist eigentlich so ein typischer Preisabschlag, nachdem Sie das, dieses Reisemobil oder den Caravan etwa ein Jahr eben in Vermietung hatten? Was ist so eine typische Dimension zwischen Neupreis und dann dem Verkaufspreis? Ja, das hängt natürlich ganz, kann man jetzt so nicht sagen, weil wir das ja über die Händler machen, ne? Und den Preis macht eigentlich der Händler. Und im Moment ist es ein sehr geringer Abschlag, ne? Weil die Marktnachfrage ist da, speziell die gebrauchten Fahrzeuge, da ist der Markt eigentlich leergefegt. Ne? Da findet natürlich auch viel C2C statt, ne? Dass ein Privat an Privater verkauft. Ne? Aber der Markt ist quasi leergefegt, sodass wir für die jetzt, die eine Saison gefahren sind, kaum einen Abschlag machen. Also im Moment fast gar nicht, würde man sagen, 5% wäre da schon viel oder sowas. Ne? Also 10% in anderen Zeiten vielleicht, aber jetzt in der Zeit gibt es kaum Abschläge. Ne? Das ist erstaunlich, also für mich als ich bin Ökonom, der Markt macht den Preis. Das ist für mich nichts Neues, sondern im Gegenteil eine sehr eindrückliche Bestätigung. Nicht der Verkäufer, sondern am Ende der Markt macht den Preis. Aber das Zweite, also einfach diese vergleichsweise doch geringen Abschläge. Und das ist für jemanden, der mit der Branche an sich wenig zu tun hat, doch interessant, hochinteressant. Dann ist eigentlich der Vorteil der, dass Sie aber diese Gebrauchten, diese jungen Gebrauchten sehr schnell verfügbar haben, während auf der anderen Seite möglicherweise längere Wartezeiten bestehen könnten. Ja, genau. Wir haben also wir sind ja letztes Jahr in die Corona-Phase reingegangen. Wir waren ja quasi im Boom drin, ne? Und wir wussten jetzt auch nicht, wie kommen wir da raus aus Corona, weil das Problem war, dass natürlich unsere Händler schließen mussten. Das heißt, wir konnten ja nichts mehr verkaufen, ne? Und mussten dann auch dementsprechend die Werke dann runterfahren. Und es war eigentlich unklar, wie wir da rauskommen, weil für unsere Branche ist eigentlich Unsicherheit eine gute Sache, weil wenn ich mich entschieden habe, so ein Reisemobil zu investieren, die Entscheidung kann ich ja leicht verschieben. Ne? Also ich bin ja nicht lebensabhängig von so einem Reisemobil. Da sage ich ja, da mache ich es halt ein Jahr später, ne? Und verzichte auf eine Saison. Und deswegen waren wir nicht ganz sicher, wie wir da rauskommen jetzt. Und haben eigentlich damit gerechnet, dass es runtergeht, haben mit 30% Einbruch gerechnet und dann, dass es mittelfristig wieder hochgeht, weil wir natürlich mit unserer Reiseform natürlich schon die beste Alternative sind in Corona-Zeiten, ne? Weil ich da eben unabhängig bin und muss nicht in den Flieger steigen, nicht keine Kreuzfahrt machen, sondern ich kann in mein Reisemobil gehen und irgendwo hinfahren. Ich bin ja autark und muss dann mich nicht mit niemandem treffen, wenn ich das nicht will. Ne? Und aber es war so, dass wir letztes Jahr dann im Juni, als unsere Händler aufgemacht haben, einen Ansturm erlebt haben, ne? Mit dem wir nicht gerechnet haben und die ganze Branche nicht und auch unsere Zulieferer nicht und bis hin zu unseren Chassis-Lieferanten. Und da kämpfen wir immer noch damit. Ne? Also wir haben im Moment, die Händler haben schon noch Reisemobil zu verkaufen, aber nicht so viele. Und im Moment ist es so, dass wir im Prinzip, wir haben ja ein Geschäftsjahr, das im August anfängt, 2020, und die nächste Saison, das nächste Jahr ist eigentlich ausverkauft. Ne? Also wenn Sie ein bestimmtes Hypermodell ein Händler jetzt bestellt, bekommt er als Liefertermin Februar 23, also nicht 22, sondern 23. Ne? Und das ist eigentlich schon ein Problem, und da sind natürlich solche, wenn man dann solche Fahrzeuge hat, die aus der Vermietung kommen, ne, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, ein Fahrzeug zu erwerben. Herr Brandt, ich sehe, dass wir die Zeit hoffnungslos bereits überzogen haben, aber vielleicht darf ich doch ein Thema noch ansprechen aus dieser globalen Zusammenarbeit, aus dieser transatlantischen, die Sie hier begründet haben.
eines der wesentlichen Argumente, so wie ich sie erlebt habe und wie ich es mir als Ökonom erklären kann, ist ja, dass sie damit in den USA einen deutlichen Marktzugang, also nicht nur Synergien in Technologie und im Produktionsbereich, sondern vor allem Marktzugang. Ist das Kriterium Made in Germany in diesem Produktsegment in den USA eines, das aktiv gespielt wird, das positiv wahrgenommen wird, oder ist nicht eher derzeit auch Buy American ein Thema? Wie beurteilen Sie diese Sache? Ja, es ist so, dass das spielt immer noch eine Rolle, ne? Made in Germany. Und dann ist es so, dass unsere Fahrzeuge eben ganz anders sind wie die amerikanischen Fahrzeuge. Und ich habe da mit vielen Händlern gesprochen in den USA und die sagen, was Ford anbietet und die ganzen Marken und auch die Wettbewerber, sieht halt alles relativ gleich aus. Ne? Jetzt, ihr habt leichtere Fahrzeuge, ihr habt kompaktere Fahrzeuge. Das kann man nicht überall verkaufen. Das ist eine Nische in den USA. Ne? Wir müssen auch sehen, dass der US-Markt doppelt so groß ist wie der europäische Markt. Ne? Und wir haben auch analysiert, zum Beispiel, wo verkauft Porsche, wo verkauft BMW, wo verkauft Audi. Ne? Und das ist jetzt nicht so überraschend. Ja, es ist an der Ost- und Westküste und in der Mitte wenig. Ne? Und so ist es halt bei uns auch. Ne? In der Mitte, da im Mittleren Westen, da werden die großen Trailer kaufen. Ne? Ja, aber wir sehen schon einen Markt für uns in Kalifornien, dann das ganze Boston-Gebiet und so weiter. Und da gibt es schon Leute, die also deutsche Qualität, aber auch deutsches Design und europäisches Design. Und unsere Fahrzeuge sind eben von innen her ein europäisches Design und kein amerikanisches Design, die halt sehr plüschiger und so weiter unterwegs sind. Ne? Was den Geschmack der Amerikaner trifft, ne? Aber eben vielleicht 70% und die restlichen 30% reichen uns aber auch als Kunde. Ne? Also wir sehen da schon einen großen Markt für uns mit europäischen Produkten, mit europäischem Design und eben der Qualität, der deutschen Qualität. Klar, bei American, aber wir wollen ja auch in den USA produzieren. Also da sind unsere Fahrzeuge, haben eigentlich das Optimale, haben europäisches Design und Qualität, sind auch von den Amerikanern hergestellt. Ne? Und deswegen, also bisher haben wir nur positive Reaktionen und alle bedauern, dass wir jetzt wegen Corona da nicht anfangen konnten. Ne? Herr Brandt, so spannend es ist und ich hoffe, wir dürfen Sie dann, wie wir es ja schon mehrfach vorhatten, dann persönlich on campus an der Hochschule begrüßen, um Sie direkt mit den Studierenden, mit unseren Alumni und Gästen in Kontakt zu bringen, um uns auch über Themen der Technologie, der Forschung, der Zusammenarbeit austauschen zu können. Für heute aber muss ich leider zum Ende kommen. Wir haben die Zeit hoffnungslos überzogen, Ihre Zeit, auch die Geduld des Publikums in Anspruch genommen, was am Anfang diese kleinen technischen Details betroffen hat, diese kleinen technischen Verzögerungen. Bitte noch einmal um Entschuldigung, um Nachsicht. Ich habe sehr genossen. Ich nehme an, Sie auch, sehr verehrtes Publikum. Und ich hoffe vor allem auch Sie, Herr Brandt, haben sich wohlgefühlt. Unsere Einladung ist offen. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir Sie dann auch persönlich bei uns willkommen heißen dürfen. Jetzt aber großes, großes Danke für spannende Ausführungen. Kompliment zu einem beeindruckenden Weg, den Sie hinter sich gelegt haben. Und so wie ich es wahrnehme, dürfen wir gemeinsam optimistisch in die Zukunft blicken, dass Sie nicht nur ein tolles Unternehmen leiten, sondern auch in einer Wachstumsbranche sich befinden. Vielen Dank, Herr Altmann, und vielen Dank an die Zuhörer. Vielen, vielen Dank. Ich darf mich noch einmal bedanken bei Ihnen allen, darf diese kleine Vorschau, die jetzt in Kürze auch über den Screen geht, noch einmal ankündigen. Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres, dieses Jubiläumsfrühjahrs und jetzt auf uns herankommenden, an uns herankommenden Jubiläumswoche. Jörg Wood, Chief Executive von BASF China und gleichzeitig President of the European Chamber of Commerce in China in Beijing. Er wird am 7. Juni zum Mittag mitteleuropäische Zeit bei uns sein.
über China und Europe, China and Europe Global Partnership or Competition sprechen. Tags darauf Friedrich von Bohlen und Halbach wird sprechen über Biotech und Digital Health. Und am 9. Juni geht es weiter mit Jean-Claude Juncker, einem lieben alten Freund unseres Hauses, am Folgetag Brigitte Mohn von der Bertelsmann Stiftung und anderes mehr. Also wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihre Treue schenken, beim nächsten Mal hoffentlich ohne technische Probleme. Genießen Sie es. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch für die eingebrachten Fragen. Großes Danke an unsere Partner der Veranstaltungen und der Medienpartner. Ich hoffe, Sie genießen den Abend. Alles Gute weiterhin.